Mein Name ist Ingmar Stadelmann und Sie kennen mich aus investigativen Formaten wie Jede Antwort zählt. Pandas, Brexit, Landtagswahlkampf. Ich gebe zu, das sind alles wichtige Themen. Aber das Thema, das quasi gerade auf der Straße liegt, das ist der elektrische Leihtretroller. Das ist ja schon ein großes Thema, ne? Und da haben sich auch wirklich alle Ressorts drum gestritten. Wirtschaft, Politik, Sport, ne? Die wollten das alle machen. Ja, E-Scooter. Und da habe ich dann gesagt, Freunde, das ist doch nicht Frauenfußball. Das müssen wir schon ernst nehmen. Und deswegen haben wir jetzt hier unsere ganz eigene E-Scooter-Redaktion. So, ne? Und das hier ist unsere Ticker-Tante Tanja. Keine Sorge, der Name ist von der Intendanz abgenommen. Tanja hat quasi Realtime-Zugriff auf alle Probleme rund um die E-Scooter in der Stadt. Ja? Also wenn sich da ein Akku überheizt und so weiter, sie donnert das direkt online raus. Hier, 1338 Gesundbrunn. Ach. Ein Roller versperrt den Gehweg. Oh. Oder hier, Mitte, 4 Touristen auf einem Roller. Nein. Ohne Alkoholeinfluss. Das heißt, das verstößt gegen die Nutzungsbedingungen. So. Nee. Oh mein Gott. Wir haben eine Exklusivmeldung. Wir haben das Thema vielleicht nicht ernst genug genommen am Anfang. Ne? Wir haben gedacht, das ist so eine Art Tamagotchi. Einfach nur ein weiteres Fortbewegungsmittel. Ne? Wie so ein SUV, ne? Wo man nicht groß rumstreiten muss. Aber es ist offensichtlich ein viel, viel wichtigeres Thema. Und deswegen haben wir danach gesteuert. Ne? Und jetzt sind wir auch wirklich dicht dran. So, und jetzt rollen wir gleich mal in unser E-Scooter-Herzstück. Ne? Da hat schon die Redaktionssitzung begonnen. Psst. So, der Verkehrsstadtrat in Köpenick, der hat E-Scooter jetzt als fiese Plage bezeichnet. Oh, das muss sofort raus, Tanja, da machen wir eine Einmeldung. Also Leute, aus der Charité habe ich von meinem Privatarzt erfahren, die häufigste Verletzung bei Unbeteiligten bei E-Scooter sind Sprunggelenke. Was machen wir damit? Wir senden live aus dem OP. Da flicken sie gerade einen 54-jährigen Rentner wieder zusammen. Es läuft schon. Oh, stark. Hm? Oh, sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt brauchen wir noch ein bisschen was fürs Herz, Freunde. Ja, bei uns im Radio verraten die Hörer ihre süßesten Spitznamen für die kleinen Rollerchen. Ja, und der Gewinner bekommt 60 Freiminuten. Gut, Freunde, dann mal ran an die E-Scooter, ne? Los geht's! Also aus der Kultur kommt heute noch ein Essay zur Dialektik der übermotorisierten... Wir beim RBB Fernsehen, wir haben verstanden, denn der elektrische Tretroller ist viel mehr als ein Fortbewegungsmittel, das uns von A nach B bringt. Es ist das Vehikel, das es uns ermöglicht, unser Programm zu füllen.